So, können wir? Mhm. Ich glaube, wo wir hingehen, weil wir haben zwei Kampfläufer aus der aus der nächsten Plattform hier. Oh. Ja, Kampfläufer haben wir, glaube ich, nicht vernünftig was gegen. Ich glaub, ja, eben halt noch stärkere Verlangsamung. Wir haben uns. Fokus, ja klar haben wir uns, aber da müssen wir eben drauf gehen. Wir können uns nicht um die Krieger und Läufer da oben kümmern. Die eh am ehesten dein Gebiet wären. Weil du eh am Tank, am halt tanky bist, so ein bisschen. Dann packe ich mich da hoch, gut. Schaffst du die Kampfläufer alleine? Zweifel ich. Ich meine, ich kann hier durchgehend Schaden reindrücken, aber du machst halt wirklich am meisten Schaden an Schwachstellen. Ansonsten, ne, ich kann schreien, wenn ich Hilfe brauche. Ja. Ich kann auch schreien, wenn ich keine Hilfe brauche. Haha. Okay. I'm ready. I'm all set. Moves incoming. Ach so, noch die kleinen Läufer. Natürlich. Ui, ich fliege. Ui, du bist tot. Nein, komm. Ui. Man hat den Vorteil, dass der Kampfläufer ziemlich gut geradeaus geht. Das gibt einen sehr guten Vorteil. Die drücken aber auch Schaden. Und das war zu viel. Die drücken verdammt viel Schaden. Der eine hier ist fast down. Gut, gut. Down. Sobald er in die Range von den ganzen Türmen kommt, ist er sofort down, also. Die Gauss hat ihm gerade wie einen riesigen Batzen abgezogen. Ah, okay. Genau, wenn er langsam wird, kann ich hier problemlos reinballern. Oh, der Fokus geht ihm gerade voll in die Schwachstelle. Oh, das ist geil. Bleib einfach langsam. Der ist down. Du, fehlt nur noch dieser Krieger hier oben. Und die ganzen anderen Krieger, ey. Nicht so brutal, ja. Ach, da oben sind noch welche. Ist sowieso ein tolles Design, so ein Melee-Krieger, der seine Schwachstelle vorne hat. Bloom Hero. Wo sind die? Ach, da unten. Ja. Bin schon ein bisschen was weiter gekommen. Oh, in der Luft. Oh, nett. Und meine Waffe ist gebuggt. Wie das denn? Seht ihr das? Nee, das sieht man nicht. Aber das hab ich öfters gehabt, wenn du dich erinnerst. Wenn du deinen Handschuh. Gut, also die Wackerköpfe werden spätestens kein Problem mehr sein, wenn die hier in die Verlangsamung laufen, dann kriege ich die sofort kaputt, die kann ich machen. Jo. Da oben kommen Hüpfer. Ja, denen haben wir jetzt auch den Weg versperrt. Was am interessantesten war einfach. Ich habe die angeguckt, hab die Hüpfer genannt und habe danach erst gesehen, die heißen Hüpfer, ne? Mhm. Kommen nur aus den beiden raus? Okay, ja. Ist eine extrem einfache Runde. 12 Hüpfer, 8 Wackelköpfe. Tja. Wollen wir noch irgendwo absperren? Ich pack hier nochmal ein Slowfeld hin, weil es geht. Aber ich meine, die Map ist gut gebaut, dass man mit einzelnen Blöcken wirklich gut Wege verlängern kann. Wenn man sich mal die Map anguckt, so an den oberen Stellen zum Beispiel. Jo. Das ist eine Stelle, die ich gerne abändern würde. Nur so ein Stück weit vielleicht. Wenn man die Türme gerade nicht so unbedingt braucht. Weil das hier ich ist hab ja keine mehr. Ja, es ist auch richtig, ist okay. Jetzt schon.
Jetzt bin ich stuck. Hey, have you heard? Weil wenn die den Weg gehen, wackeln die nicht hin und her, ist doch für Kampfläufer und sowas, ist für den ganzen Kram was leichter, wenn die da lang gehen müssen. Mhm. Ja. Ist nur so eine persönliche Präferenz, dass die da lang laufen. Naja. Fällt mir was lieber. Hm? Was hat denn da? Schönes da Hüpfer und da Rückläufer, jo, gut, das ist machbar. Ja, ist machbar. Können die da nicht drüber laufen? Da wo ich gerade stand? Schau dir den Pfad an. Gerade eben gegen der. Ne, du musst dir die blauen Ränder angucken am Boden. Mhm. Das sind praktisch die Wege, wo die auch wirklich drauf laufen können. Ne, das sind die Plätze, auf denen wir bauen können. Ne, man kann auch dazwischen bauen. Nicht außer der blauen Ränder, ne. Ja, doch. Wäre mir zumindest neu. Der hat mir gerade was gegeben. Ich hab dir gerade Türme hingesetzt. Ich auch. Okay. By the way, Pannengauss Level 3. Gut, dann fehlt noch der Drohnenturm. Der wo steht? Den Markus gerade. Achso, das kleine Teil da. Ja. So, brauchen wir sonst noch was? Boah, Kairos gleich in die Mitte. Slowt alles. Ja. Hammer. Können wir fast upgraden. Ja. Hast du eigentlich noch eine Kairos dabei? Ich dachte, die bringt nichts. Er hat gesagt, dass sie nichts bringt, wenn wir die Doppel dabei hatten. Ah, okay. Ich hab die auch dabei gehabt. 10 Punkte fehlen, toll. Ja. Mal gucken, was kommt woraus. Ich gehe wieder zu den Wackelköpfen. Alter, was die Kairos für eine Range hat. Ja, das ist dir. Die ist verstärkt und verstärkt, also ne? Hüpf. Jetzt würde es mich interessieren, ob der Ding Feuerleitturm addiert. Ich bezweifle es. Boah, das wäre so Hammer. Können wir testen, wir haben ja noch ein paar Plätze frei und ich habe noch einen Feuerleitturm, also ne? Ne, Feuerleitturm verstärkt ja nur die Range, nicht die Angriffskraft. Ja, selbst. Die Frage war, ob der addiert. Ob der quasi die Range nochmal verlängert, wenn du einen zweiten daneben packst. Jetzt ich glaube, das war die Frage dir. Aber ich meine ansonsten, die Punkte, die dich das kostet, kannst du einfach direkt da reinstecken zum Erweitern. Gut, ja. Seid ihr soweit? Jo. Ah, jo. Let's go. So, Hippos. Oh, ich treff die. Wen? Die Hippas. Wie die auch zickzack laufen. Ist viel. Ne? Die laufen also komisch zickzack. Oh. Chill mal, dein Leben. Oh. Ich darf keine einfügen. Vielleicht geht's in den Wackelköpfen, die treffe ich wenigstens. Die sind ja auch jetzt verlangsamt. Die jetzt gerade nicht zu treffen, ist auch echt ein Wunder. Ich treffe sie nicht. Dein Ernst? Ich hab den direkt reingeschossen. Oh wow. Einer hat das fast unbeschadet durchgemacht, einer der Wackelköpfe. Die Minen tun dem ja fast nichts, weil er ja oben noch beschädigt wird. Aber der ist fast tot. Nein, so. Sorry, solange er mit seinem Kopf auf dieses Teil draufhaut, ist er sehr schwer zu treffen, weil er sich gerade sehr stark. Oh, look! Zeitlimit. Zeitlimit, indem wir uns auf was vorbereiten müssen. Ganz viele Spuckerviecher und Hüpfer von unten, okay. Dann sollten wir das Hüpfen unterbinden. Kairos. Sagte er und ist
ohne es zu wissen, auf einer von diesen Ventilatoren gelaufen, ist weggehüpft. Da. Yay. So, ansonsten würde ich fast sagen, können wir schon anfangen, die Ampe aufzupumpen? Oder haben wir noch irgendwas Wichtiges? Naja, Raketen tun wir, glaube ich, nicht schlecht. Ja, nächste Folge, nächsten Runde. Jo. Jetzt mache ich erstmal hier, gehe ich zu den Hüpfern und versuche ein klein wenig Schaden anzurichten. Spucker oben. Ja, ich gehe auch hoch. Ja. Warum war die blau? Welche blau? Die Material. Weiß ich nicht. Aber das hast du auch gesehen, oder? Glaub nicht. Man, die war ach, wahrscheinlich blau, weil ich drauf geblitzelt habe. Ach, du blitzelst? Okay. So, und hier unten können Hüpfer. Naja. Wir verstellen sich ein bisschen dämlich an. Eigentlich sind die ziemlich schlau sogar. Die Spucker spucken mich hier von der Plattform runter. Das ist ein Traum. Kommen da keine mehr? Das soll mir recht sein. Ah, da steht einer direkt neben mir. Das war unpraktisch. Hab den. In die Schwachstelle, Simon. Jetzt schon. Ja, gut. Geht doch. Bis. Spucke oder so. Wahrscheinlich. Aber wir sind auch schon ziemlich weit runtergekommen hier, ja. So, hier, das kann ich den ganzen Teil noch ausweichen, genau. Das ist schön, wenn man einfach links und rechts läuft, damit praktisch alle, praktisch, naja, an einem Fleck hält. Frage, wollen wir jetzt noch Türme setzen? Wollen wir jetzt noch vielleicht noch einen zweiten Erweiterungsturm setzen, um hier zu testen, oder? Ja, würde ich schon sagen. Warte mal. Sag wohin. Wohin zu gucken. Hinter den einen erstmal, oder? Ja. Also dahin. Ja, ich guck dabei auf die Gauss. Hat sich was geändert? Nee. Nee, die Gauss, die ist ja auch noch nicht in Range. Haben andere die Range noch vergrößert gekriegt? Ich glaube, die Karas hat sich vergrößert, ja. Moment. Die nächsten Zeitpunkte an. Man kann sich jetzt halt abbauen für den vollen Preis. Also die Gauss hat sich nicht erweitert. Kairos ein kleines Stück, glaube ich. Ist aber, glaube ich, nicht wert. Ich wollte sagen, nichts, was es wert wäre. Ja. Jo, Raketenturm. Noch ein Raketenturm? Okay. Jo. Dann haben wir einfach, alles mal. Einfach dahinter gepackt? Jo. Hat ja Range genug. Was sonst noch? Jetzt. Ja, was brauchen wir sonst noch? Ich meine, von meinem Turm glaube ich so ziemlich nichts mehr eigentlich. Ich verlasse alles einmal. Ja, jetzt die Amp erweitern einfach, oder? Jo. Ja, erstmal Plätze vermachen. Nein, ich packe jetzt meine ganzen Punkte in die Amp rein. Blitzturm wäre zum Beispiel nicht schlecht. Noch eine an der anderen Ecke. Ja, kann man. Ihr habt noch genug Punkte dafür, also. Ich habe auch noch zwei Plätze. Und einen Streulaser haben wir noch gar nicht. Nicht. Nein. Tatsache. Ja, schon, ich hatte einen gebaut gehabt und haben wir wieder abgebaut. Bleib stehen. Hey. Da pack ich den hin, da pack ich den hin.
Genau, zwei Bretter sollte für die zum Hüpfen auch reichen, ne? Können nur einen Block weit springen, wahrscheinlich. Mhm. Weil ich hatte mir jetzt nicht aufgefallen, hier hinten, den Weg, den du mit einem hier abgeblockt hast, da ist hier durchgelaufen, also hab ich ihn gerade erweitert. Ja, ist glaube ich eine gute Idee. Ansonsten noch irgendwo? So, ein Platz noch, da kommt dann eine Gauss hin. Ja. Ja, ich hab noch einen Block, wenn wir irgendwo hinpappen wollen. Huh. Ganz weißt oben du? Kann man vielleicht noch machen. So. Interessant, dass man dass das nicht geht, wenn man sprintet. Aber da man ja keinen Fadenkreuz hat, wenn man sprintet, kann man auch keine Items übergeben. Hm. Das ist mir gerade so aufgefallen, weil ich bin die ganze Zeit hinterhergerannt, mittig auf dich gefokust und ich konnte diesen blöden Stein nicht geben, weil ich hinterher gesprintet bin. Also ich kann ihm im Sprinten was geben. Ja, ich konnte nicht. Es ist interessant, wie die Teile von unten aussehen. Ja. Ja, das ist nicht unbedingt hübsch, aber... Oh, interessant halt. Eben. So. Jetzt haben wir, glaube ich, alles blockt, oder? Ziemlich. So, was haben wir denn zu erwarten? Schwämme, Läufer und von unten. Springer. Das sieht mir nach einer sehr leichten Runde aus. Ja, ich gehe mal Schwämme und so. Jo. Hatte ich auch vor. Okay, ich gehe wieder hier unten, mach keinen Schaden, werde deshalb als schlechtester Spieler angezeigt. Weil die Teile sind echt nicht zu treffen. Treffe ich mit meiner Maschinengewehr eigentlich gar nicht. Bruder, ich meine, du hast ein Lahmfeld und du hast einen Kairos. Ja, da hinten erst, aber wenn die da ankommen, verrecken die von selbst. Ja. Schlecht. Der ist ausgewichen, der Sack. Nee. Um die Hilfe braucht man sich gar nicht erst zu kümmern. Das lohnt sich so gar nicht. Ich komme hoch zu euch. Okay. Ich sehe es wie der Raketenturm einfach hier hochschießt. Jo. Ich glaube, die Gauss habe ich auch schon mal gesehen. Das Witzige ist, die Gauss ist immer den ersten Schuss, den ich sehe, wenn die Hüpfer da rausrennen bei mir. Das allererste Tag kommt erstmal so ein Gauss-Schuss, der den ersten fast erledigt. Ach ja, die Dinger leuchten so schön. Wenn sie geblitzt werden. Siehst du den? Okay. Dann nehmen wir beide den. Ich will den noch zu leuchten. Also. Oh, da ist noch ein. Der ist ja. Gut. Okay. Ja. Gerade so der Rakete ausgewichen. Erstmal hier runter in unser Massakerfeld springen. Ja, ich schau das mal von oben an, das ist wirklich so ein Massakerfeld. Ja, das ist echt ekelhaft für die Gegner. Sunshine. Gut, dann baue ich die Gauss an den einzig guten Platz noch. Das hat jetzt nicht so wirklich verdoppelt, wie ich gehofft habe. Ja, ich bin so ein bisschen... Braucht ihr noch die Türme? Ansonsten nehme ich davon noch ein paar, um es hier ein bisschen verstärken hier. Oh jo.
Jo. Sollen ja halt nicht lang hüpfen, das ist es eben. So. So, Amp. Jo, Amp voll. Kommen die da rüber? Egal, so. Amp. Habe ich nicht dabei. Nein. Aufputschen. Ach, das ist ja klar. Ach ja, wir haben jetzt alle 15, genau. Übrigens, die Hüpfer, wenn die kommen, ne? Komplett ignorieren. Ich, ja. Wenn ihr mich mal kurz anschaut. Hm? Ich bin jetzt einer dieser Hüpfer, ne? Ich hab ein paar davon einfach gar nicht berührt. Hüpf. 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 Tot. Die kommen nicht über die zweite Kurve. Ja, passt. Weil die werden geslowt, sofort vom Fokus angegriffen und dann war's das für die. Hm. Wir könnten unseren Kern eigentlich ein bisschen einkreisen, so aus Langeweile. Boah, wir haben's ja. Ja. Quasi, wenn die uns schon angreifen sollen, dann sollen sie auch keinen anderen Ausweg haben, als anzugreifen, ne? Richtig. Oh, ich glaube, heute kämpft man hier unten. Also heute, ne? Übrigens, diese kleinen Läufer kann man eigentlich auch komplett ignorieren. Also eigentlich die Schweber sind das Wichtige und dann eben hier die Schießaufköpfe. Ja. Wer geht auf die Schweber? Ich glaube, ich mache die Schwärme. Ist gut. Leute, du weißt selber ganz genau, dass du für die Schweber am besten geeignet bist. Was, ich? Nee, Markus. Gar nicht wahr. Doch. Lügst schon wieder voll rum. Es ist einfacher, einen gezielten Schuss hinten reinzupacken und viel Schaden zu machen, als viele kleine zu versemmeln. Eben. Und da du gut in Schüsse genau zielen bist, besser als ich um alle Male, und bei Simon, naja, er verwendet nicht grundlos eine Schrotflinte. Ey. Was? Du kannst ja nicht mal von den vier kleinen. Schau mal. Mobbing.